Hallo bei TechStage, hier immer noch von der CES in Las Vegas zu Gast bei Acer. Und das, was wir uns jetzt angucken, das ist in der Preisklasse ein deutliches Stück weiter unten. Das ist das Acer Liquid Z410, ein Einsteiger-Smartphone. Sieht man auch direkt an der Dicke im Vergleich zu dem JHS, was wir uns gerade angeguckt haben. Das ist natürlich ein ganz schön fetter Klopper, fast 1 Zentimeter hoch. Dafür gibt es aber für 129 Euro LTE, Dual-SIM und noch ein paar kleine Schmankerl, und die gucken wir uns jetzt im Detail an. Das Display hat eine Diagonale von 4,5 Zoll bei 540 mal 960 Pixeln. Das entspricht 245 Pixeln pro Zoll. Ist, sagen wir mal, auf den ersten Blick als Einsteiger-Smartphone zu erkennen. Ist aber ein IPS-Panel, das heißt, die Blickwinkel sind ordentlich, aber auch hier sieht man einfach, wenn ich so von der Seite reingucke, ich weiß jetzt nicht, ob man es im Bild sieht, Stefan. Nein, man sieht es nicht, aber ihr könnt mir glauben, gerade wenn ich von den Seiten und von der Ecke reingucke, dann geht sehr schnell die Farbe und der Kontrast flöten. Auf der Haben-Seite gibt es dafür einen Quad-Core-Prozessor, 1 GB RAM, 8 GB ROM, und genauso wie beim Liquid S, allerdings hier unter einem abnehmbaren Deckel einen MicroSD-Speicherkartenslot zur Erweiterung sowie 2 SIM-Kartenslots für naja, SIM-Karten halt. Unterhalb der 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite gibt es einen Knopf, den kennen wir schon von anderen Acer-Smartphones her, allerdings nicht vom Jade S. Bei Acer heißt dieser Button Rapid Button. Das ist letztlich das, was früher schon die ganzen Handys und Feature-Phones hatten, nämlich ein frei konfigurierbarer Button für Shortcuts. Der unterscheidet zwischen einem kurzen und einem langen Tastendruck. Der lange Tastendruck, den kann ich nur aktivieren oder nicht aktivieren. Der holt das Gerät aus dem Standby-Modus und startet direkt die Kamera-App. Wenn die Kamera-App läuft, kann ich damit auslösen und wenn ich drauf bleibe, auch direkt 54 Bilder am Stück schießen. Beim kurzen Tastendruck kann ich auswählen, welche App soll starten. Ich habe jetzt mal eingestellt, dass die Voice Search angeht. Das funktioniert aber nicht, wenn ich in der Kamera-App bin, weil dann der Auslöser kommt. Aber so könnte ich jetzt zum Beispiel die Voice-Suche starten oder ein Spiel oder ein Browser oder was auch immer meine Lieblings-App ist. Auf der Vorderseite haben wir noch eine 2-Megapixel-Kamera und ja, wenn wir einmal drum herum gehen, haben wir auf der rechten Geräteseite einen Austaster und darunter den Hüppschalter zur Regelung der Lautstärke. Auf der Unterseite hier diesen Eingriff zum Öffnen des Akkudeckels. Der Akku ist austauschbar, ist ein 2000 mAh Akku. Und auf der Oberseite haben wir einen Micro-USB-Port zum Aufladen des Akkus und zum Übertragen von Daten sowie den 3,5 mm Klinkenanschluss. Die Rückseite fühlt sich ähnlich an wie beim Jade S, ist also Kunststoff und strukturiert, wirkt aber einfach ein bisschen billiger als beim Jade S. Aber klar, als Ziel gilt es, 129 Euro zu erreichen. Das Gerät soll übrigens rauskommen in Deutschland im Februar mit Android 4.4. Ob es ein Upgrade auf 5.0 gibt, das steht im Moment noch nicht fest. Das, was hier so ein bisschen aussieht wie HTC Boom Sound, nämlich Lautsprechergitter oberhalb und unterhalb des Displays, ist eigentlich nur Fake. Lautsprecher oben, Mikrofon unten, ganz klassisch. Und noch einen Haken, leider hat Acer hier nicht die Acer Nav Software, die TomTom Navigationssoftware, vorinstalliert. Aus meiner Sicht, die zwei größten Schwächen sind aber das Display, weil die Auflösung einfach nicht sonderlich hoch ist, und das Design, weil das Gerät relativ klobig und dick wirkt, obwohl es mit 9,9 mm eigentlich gar nicht so dick ist. Auf der anderen Seite, auf der Haben-Seite, haben wir natürlich mit 129 Euro UVP, in der Praxis ist es wahrscheinlich noch ein gutes Stück günstiger, einen sehr interessanten Preis für ein ordentlich ausgestattetes Gerät mit Dual-SIM und LTE. Also, wenn ihr schnell im Internet unterwegs sein sollt, könnte das eine feine Sache sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Mehr von Acer, mehr von der CES, mehr von uns von TechStage gibt es bei uns auf techstage.de sowie auf Facebook, YouTube und so weiter. Wenn es euch gefallen hat, guckt gerne wieder rein. Abonniert uns. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.